Nach der WM-Qualifikation ist das Saarland ein beliebter Testspielgegner, auch für Uruguay. Verbandstrainer Helmut Schön hat sein Team aber völlig umgebaut, testet viele neue Oberligaspieler und die haben der Technik und Schnelligkeit der Südamerikaner nichts entgegenzusetzen. Sie verlieren mit 1:7, die höchste Niederlage der Saarelf überhaupt. Insgesamt tragen 42 Spieler das blaue saarländische Nationaltrikot. Waldemar Philippi mit 18 und Herbert Martin mit 17 Einsätzen sind die Rekordspieler. Aber der DFB erkennt die Länderspiele des autonomen Saarlandes nicht an. In der Statistik erscheinen sie nicht als deutsche Nationalspieler, aber Günter Müller, Präsident des Saarländischen